Hallöle, ich bin's wieder, der Bene von Chiller Games. Es geht weiter mit Pokémon Kristall. Im letzten Part haben wir über mein Headset geredet. Punkt, aus, Ende, sonst nix. Ja, und wir haben die ganze Route 44 gemacht und sind jetzt hier vor dem Eisfahrt. Eisig. Hier, kann man nicht währenddessen irgendwie woanders hin. Also die Richtung wechseln, das heißt, man kann nur geradeaus rutschen. Das ist natürlich ein bisschen blöd und so werden hier auch einige Rätsel gemacht. Und ich wette, ich werde einen ganzen Part dafür brauchen oder vielleicht sogar 3 oder 5 oder 17, um hier durch dieses durch den Eispfad zu kommen, denn ich bin total gut in sowas. Nicht. So, dahin. Dahin, 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 dahin. So. Entschuldigung. Das erste hätten wir schon mal, das erste Rätsel, das haben wir auch. Das müsste Kaskade sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich täusche mich aber wahrscheinlich und es ist kein Kaskade. Hard Gold, Soul Silver war es auf jeden Fall Kaskade. Nee, Kaskade Whirlpool sowas. VM07. Was war VM07? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Ja. Willst du mich verarschen? Kommen wir jetzt hier nicht mehr raus oder was? Achso, okay, doch, ja, ja, klar. Zack, 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 genau. Bin es zu blöd. Mann, Mann, Mann. Irgendwie zu dem Item kommt er, aber dann kommt er zurück nicht mehr. So, da oben ist auch noch ein Item, aber das können wir uns wahrscheinlich erst später holen. Ja, hier sind ein paar Löcher, wie man sieht. Ein paar Leisure. Und da geht's natürlich steil bergab. Oder auch steil bergauf, aber nur wenn man unten steht und hoch will. Logischerweise. Aber die Logik von mir kennt ihr ja inzwischen. Sie ist formidable. So, wie machen wir das? Wir machen das so. Diesen Stein werden wir nach hier bewegen. Diesen Stein nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier nicht. Ah, doch, ja, natürlich. Habe ich alles geplant so. Zack. Oh mein Gott, der Fels ist heruntergefallen. Oh, der arme Fels. Hoffentlich hat er sich nichts getan. So, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir ihn jetzt noch einfach hier schieben? Müssen wir nicht. Müssen ihn nach hier schieben. Und dieses wilde Pokémon. Oh, erledigen. Es ist ein kleines, süßes Quiekel. Und wenn dieses Quiekel einen Biss überlebt, werde ich es fangen tun. Also, fangen tun werde ich es. Und? Oh, das ist doch perfekt. Beutel. Pokéball. Pokéball, flieg, flieg. Alle Kinder singen. Na, 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 na. Na, 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 na. Ha, ihr wisst es schon. Es dreht sich wirklich alles um die vielen, vielen Pokémon. Toll, Quiekel wurde gefangen. Das war gerade eben ein kleiner Gesangspart von mir, weil ich einfach ein total guter Sänger bin. Mit seiner Nase gräbt es nach Nahrung. Sie ist so hart, dass selbst gefrorener Boden kein Problem ist. Wow. ich weiß gar nicht, wie der geschrieben wird. Pinocchio? So? Oder nur mit einem N? Ich glaube nur mit einem N. Pinocchio. Egal. Ich hoffe mal, es ist richtig. Es ist auf jeden Fall falsch. Aber ist mir egal. So,
Das heißt, wir können den Stein jetzt dahin platzieren und den auch runterwerfen. Wow, das geht ja richtig gut eigentlich. Ich habe gedacht, es könnte schwieriger werden. Aber wir haben bis jetzt alles sehr gut gelöst. Werden wir auch dieses wilde Pokémon gut lösen? Ich weiß es nicht. Ein Zubat werden wir, denke ich, gut lösen. Und mir ist im letzten Part aufgefallen, ich habe irgendwie nur mit Fabian gekämpft. Das, meine Leute, hat einen Grund. Denn die nächste Arena, dazu werden wir aber noch kommen, logischerweise, ist eine Drachen. Eine Arena von Typ Drache. Okay. Und was ist gegen Typ Drache effektiv? Drache. Also gegen Drache ist Drache effektiv. Und Eis. Und da wir mit Impergator und Eishieb, ja, unter allen Attacken die einzige Eisattacke haben, möchte ich ihn ein bisschen ja, leveln. Und in der Hoffnung, dass er dann viel reißen kann. Ich werde natürlich auch mit den anderen Pokémon agieren. Aber ja, keine Ahnung, ob die das überhaupt aushalten. Oh Mann, war das richtig? Ja, das war richtig. Jetzt tun wir den Stein noch einfach. Shake it, shake it, baby. Rosanna. Rosanna würde ich auch gern fangen. Aber ich glaube, da bist du ein bisschen zu stark. Wir probieren es mit Icy. Wir probieren es mit Icy, weil Rosanna ist Eispsycho. Okay, perfekt. Perfekt. Weil Biss sollten wir hier nicht machen. Oh mein Gott. Todeskuss. Ja, Fabian schläft. Schön. Okay, wir setzen. Wir setzen Lucky ein. Auf Lucky, komm raus. Ja, Todeskuss. Die Spezialität von Rosanna. Mit diesem Knutschmund kann man ja auch nur mit einem Kuss jemanden zum Schlafen bringen. So, Rückzugkeep, auf geht's. Nicht zu viel Schaden, bitte. Danke. Warum muss ausgerechnet jetzt ein Volltreffer kommen? Mann! Das macht mich so wütend, ich könnte Klatschsteine bewegen. Oh yeah, Biene. Du bist so lustig. So. Dann hätten wir das geschafft. Und müssen jetzt einmal um den ganzen, um das ganze Labyrinth wieder laufen. Es ist ein Labyrinth. Es ist ein Labyrinth. Ein Eislabyrinth. Und müssen dort oben dann einmal nach rechts den Stein, nach oben laufen, über den Stein und ihn dann einmal nach unten mit unserem Fuß dagegen treten, beseitigen, den Stein nach unten beseitigen, Dings, Bums. Und dann haben wir es geschafft. Aber ob wir es schaffen, sehen wir genau jetzt. 3, 2. Ha, ich habe eine Sekunde zu früh gemacht. Volle Gangster. Oh yeah, Biene. Ja, runter geht's. So, wo müssen wir hin? Ich gehe mal da lang. Wow. Cool. Da lang. Oh. Kann ich hier so? Zack. Okay. 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 Jetzt kommen wir hier hin. Das ist auch schon mein Anfang. Was war das? Top-Trank. Ich möchte diesen Top-Trank haben. Deswegen werden wir jetzt einfach mal gucken, was wir alles hier so in unserem schönen Beutel haben. AP Plus zum Beispiel, den könnten wir mal einsetzen. Rauchball, Minzamulett. Brandbeere. Wir werden die Brand... Nein. Doch. Wir werden die Brandbeere jemanden geben. Wir werden sie Crowd geben. So, jetzt haben wir Platz für den Top-Trank. Dum, 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 dum. Sehr gut. So, ich hoffe, da war der Stein. War er natürlich nicht. Das heißt, wir gehen nochmal zurück. Gehen dahin. Gehen hier runter. Und gehen dran vorbei. Okay. Das ist nicht schön. Gehen nochmal hier lang. Gehen hier lang. Hey.
Das ist voll blöd. Warum geht das nicht? Jetzt verstehe. So, jetzt haben wir nochmal einen Hyperheiler. Hyperheiler können wir aufnehmen, weil wir schon ein paar im Petto haben. Dann tun die sich einfach stecken. Hier können wir Zertrümmerer einsetzen. Hat niemand von uns Zertrümmerer? Wer hatte von uns Zertrümmerer? Wir haben noch nicht mehr Wir haben kein Zertrümmerer? Habe ich auch verpasst? Wer kommt mal Zertrümmerer erst später? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 fehlt uns noch. Wir können das nicht holen. Uns fehlt Zertrümmerer. Oder bin ich gerade ein bisschen für. Habe ich gerade irgendwas übersehen? Ist doch. Nee, doch. Zertrümmerer ist eine VM, ne? Ja, natürlich. Zertrümmerer ist immer eine VM. Aber egal, wir kommen ja auch so hin. Aber warum? Wisst ihr was? Das ist mir jetzt völlig egal. Ja. Soll der Stein halt Stein sein und kann man ihn halt nicht zertrümmern. Ewiges Eis. Versteckt Eisattacken. Das brauche ich auf jeden Fall. Das heißt, wir werden AP Plus. Ja, werden wir einsetzen. Für. Hat irgendjemand schon eine Imber-Attacke? So eine richtige Imber-Attacke? Fabian, was hast du denn für Attacken? Eishieb vielleicht. Nee. Nebosch? Nee. Ground? Nee. Lucky? Nein, auf keinen Fall. Der Metroid. Steinhagel vielleicht. Hakabumha, was hast du? Nö. Ich werde Fabian und ich werde den Eishieb. AP werden erhöht, ja. Den Eishieb erhöhen. Ewiges Eis gefunden. Das ist sehr schön. Beutel. Wo ist er? Das ewige Eis. Ewige Eis geben. Fabian. Antipabeere. Ja, natürlich wechseln wir da. So, jetzt hat er ewiges Eis. Er hat das ewige Eis. Das heißt, er kann längere Zeit Eis mampfen. Habe ich einen Fehler gemacht? Nö, habe ich nicht. Ah, doch. Oder habe ich einen Fehler? Ja, natürlich habe ich einen Fehler gemacht. Hey, Bene, du machst immer Fehler. Ja, so könnte man es nennen. Oder auch nicht. Hä? Nee. Ah, doch, doch, ja, ja, klar. Jetzt hier nach oben. Und jetzt von hier aus. Bam. 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 Ja, was? Ich überlege gerade, wie ich hier durchkommen soll. Ich habe aber keinen blassen Schimmer. Und dieses Zubat stört mich irgendwie dabei. Haben wir Schutz, dann würde ich den gerne einsetzen. Obwohl, auf dem Rutscheis kommen ja keine Pokémon. Aber guck mal, jetzt machen wir hier 5 Schritte, dann kommt schon wieder eins. Naja, vielleicht haben wir ja die Chance, vielleicht haben wir ja die Chance, wieder auf einen Rosana zu treffen.
oder auf ein anderes Pokémon, was wir aber bis jetzt noch nicht gesehen haben, was aber auch ziemlich selten ist. Aber das wäre auch richtig cool. Das... Ja, nee, dazu sage ich nichts. Das wäre richtig cool, das andere Pokémon. Quickle haben wir ja schon. Rosanna leider nicht, weil Lucky sich einfach mal denkt, ah, mach ich mal einen Volltreffer. Ja, Lucky, du bist wirklich ein Volltreffer. Also du machst immer nur Volltreffer. Blöd, nein. Bringt das was? Bringt total viel. Wie kommen wir an dieses Item? So. Nein. Habe ich schon gemacht. Ja. Genau. Hier nach unten gehen. Zack, ist das dann nur die Lösung? Das bringt uns auch nicht weiter. Tut mir leid, ich bin überfragt. So, was ist hier? Soll jetzt ein Rätsel sein oder was? Haha! Eisen ist gut. Eisen kann man gleich verpulvern. Fluchtseil, Schutz. Nein, Supertrank, Gegengift, Beleber, Ether, Hypertrank, Hyperheiler, Aufwecker, Superschutz, Top Ether, Top Genesung, Rauchball. Müll? Fragezeichen? Ja, Müll. Ja, weggeworfen. Brauchen wir nicht. Dann nehmen wir lieber Eisen. So, Beutel. Jetzt gehen wir nach ganz unten, um Eisen einzusetzen. Eisen erhöht den Verteidigungswert. Ich möchte den Verteidigungswert von Nevosh erhöhen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Weil Nevosh ein knallharter Typ ist. So. Ich glaube, dieses Item, was wir da nicht... Also, was ich nicht kriegen konnte... Ihr hättet das wahrscheinlich sofort bekommen. Das ist meines Wissens... Hagelsturm? Oder sowas? Ich glaube, es war Hagelsturm. Also so eine Flächenattacke. Ganz ehrlich, so eine Attacke würde ich sowieso nicht benutzen. Protein. Na, was ist das denn hier? Na, das ist ja supi. Protein. Brot. Brot geben wir Fabian. Damit sein Eishieb noch mehr Schaden anrichtet. Yeah. Wir gehen hier hin. Sehen dann, dass das totaler Quatsch ist. AP Plus. Nochmal. Warum? Yeah, toller Umweg. Und wir sind draußen. Ebenholz City. Yeah. Und ich würde sagen, den Cut setze ich wieder hier. Warum? Weil ich kann. Und weil wir schon fast an den 20 Minuten sind. Naja, was heißt fast? 45 Minuten noch. Egal. Aber ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.